Herzlich willkommen, liebe alle. Wir sind noch ein schöner Kreis von rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil des Forum Unternehmen. Wir gehen auf den Bereich stärkt Werteorientierung, die Resilienz von Unternehmen. Wir werden einen kurzen Impuls von Markus Hölzel hören. Vielleicht können wir kurz die Agenda einblenden. Ah, stimmt, danke. Da müssen wir nachher nochmal zurück zu den Technikhinweisen, aber jetzt sind wir gerade bei der Agenda. Prima, also wir steigen jetzt sozusagen ein mit Herrn Dr. Markus Hölzel. Er ist der Koordinator der GWÖ, des GWÖ Bayern e.V. für die Unternehmen. Er ist Ansprechpartner für die Unternehmen in Bayern und wird uns einen Impuls geben zum Thema Werteorientierung und Resilienz. Ein aktuelles Thema, sehr aktuelles Thema. Einige der Unternehmen gehen durch eine Krise. Wie gehen werteorientierte Unternehmen mit einer solchen Krise auch um? Und im Anschluss daran freue ich mich sehr, fünf Gäste auf einem Podium begrüßen zu dürfen. Die werde ich gleich im Anschluss dann separat vorstellen. Es sind Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft, aus der Finanzwirtschaft, aber auch aus der Stadt Augsburg. Und wir werden eine interessante Runde haben mit Sicherheit zu dem Thema stärkt Werteorientierung, die Resilienz von Unternehmen. Und im Anschluss haben Sie die Gelegenheit zu fragen und wir können die Antworten dann gerne ins Podium geben an die Teilnehmerinnen. Bevor wir jedoch weiter einsteigen, würde ich gerade noch mal bitten, eine Folie zurückzugehen. Ich gebe Ihnen noch mal kurz ein, zwei Technikhinweise für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind. Dieses Zoom-Webinar wird aufgezeichnet und im Laufe der nächsten Tage auf YouTube online gestellt werden. Dort können Sie noch mal reinschauen, wenn es Sie interessiert, oder es gerne auch dann weiterleiten. Alle Teilnehmerinnen, die sich jetzt angemeldet haben, sind nicht sichtbar. Wir werden die Podiumsgäste nach und nach auf die virtuelle Bühne rufen und damit werden sie dann auch sichtbar werden. Wir würden nur die PodiumsteilnehmerInnen zu Beginn bitten, das Mikrofon noch auf stumm zu schalten. Sie haben die Gelegenheit, über die Frage- und Antwortfunktion, die Sie unten eingeblendet sehen, Fragen zu stellen. Auch während der Podiumsdiskussion im Hintergrund werden wir die Fragen uns anschauen und auch prüfen, ob wir sie schon während der Podiumsdiskussion mit aufnehmen wollen oder eben im Anschluss an die Runde sozusagen dann nochmal ein extra Fragen- und Antworten-Teil anhängen. Sollten Sie technische Fragen haben, dass irgendwas nicht funktioniert, können Sie auch diese Fragen in den Fragen- und Antworten-Funktionen nennen und die werden dann von unserem Orga-Team im Hintergrund individuell beantwortet. Die Chat-Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet, die können Sie also nicht bedienen. Bitte nutzen Sie dafür dann auch ausschließlich die Fragen- und Antworten-Funktion. Genau, und damit darf ich schon überleiten zu Dr. Markus Hölzel. Wie gesagt, Fachkoordination Unternehmen und zu einem interessanten Impuls. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die nette Vorstellung, Blanka. Liebe Unternehmerinnen, Unternehmer, die der Gemeinwohlökonomie zugetan sind, vor allem auch liebe gewürdigte und neu zertifizierte Unternehmen, liebe Teilnehmer auf der Podiumsdiskussion und alle Gäste, die mit dabei sind. Menschen mögen keine Veränderungen. Das erfahren wir alle immer wieder. Denn Veränderungen verursachen Überforderungen und Stress für jeden Einzelnen, für Institutionen, für Familien, für Betriebe, am Ende für die ganze Gesellschaft. Die Corona-Pandemie, in der wir uns derzeit ja immer noch befinden, führt das in vielen Facetten vor Augen.
Nun ist es aber auch so, dass wir uns in der Gemeinwohlökonomie ja gerade die Transformation des Wirtschaftens vorgenommen haben. Also eine große Veränderung. Und diese Transformation soll ja vor allem auch eine Antwort sein auf eine Vielzahl von Krisen, die uns umgeben und die neben der akuten Pandemie ja auch weiter bestehen. Die Klimakrise, die wachsende Ungleichheit, Artensterben, Migration und so weiter und so weiter. Das heißt, wir brauchen schöpferische Zerstörung, um Krisen zu bewältigen und um zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen zu schaffen. Grundlegende und nachhaltige Veränderung ist also zwingend notwendig. Sie erzeugt aber für Menschen Stress und Unwohlsein. Das scheint mir eine erste Annahme für die nachfolgende Diskussion zu sein. Unterstellen wir, dass unser wirtschaftliches Handeln unter Veränderungsstress steht, stellt sich die Frage, wie geht man damit am besten um? Und hier kommt der Begriff Resilienz ins Spiel. Dieser stammt eigentlich aus der Medizin, insbesondere der neuropsychologischen Wissenschaft. Und eine Vertreterin dieser Disziplin, Frau Professorin Michael Wesser von der Universität Heidelberg, zu zitieren, ist Resilienz keine starre Eigenschaft, sondern eine dynamische Fähigkeit, die dazu führt, dass wir erfolgreich aus einer schwierigen Situation oder Überforderung hervorgehen können. Übertragen wir das auf die Welt von Unternehmen, heißt diese Fähigkeit, haben wir die Ressourcen, eine Kultur, eine Wertebasis, Beziehungen, Strukturen, die der Organisation und allen Stakeholdern oder Berührungsgruppen Kraft, Vertrauen, Hoffnung geben, Krisen oder Veränderungen erfolgreich zu meistern. Dynamisch interpretiere ich so, dass es für Organisationen um das dauerhafte, nie endende Suchen und Finden von Antworten für die Gestaltung, Bewältigung und Akzeptanz von Veränderungen geht. Vor diesem Hintergrund stellt sich für alle Unternehmen, aber im Besonderen für nachhaltige, gemeinwohlorientierte Unternehmen eine Herausforderung. Wie gehen wir mit gewollten, aber auch ungeplanten und externen Veränderungen so um, dass die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens langfristig erhalten bleibt und es damit auch möglich ist, die nicht finanziellen Ziele für Menschen, für Natur, für das Gemeinwohl weiterhin anzustreben und zu erreichen? Und wie kann eine solche explizite Werteorientierung dabei helfen, die Resilienz unserer Unternehmen zu stärken? Die Corona-Krise, in der wir uns immer noch befinden, zeigt wie in einem Brennglas die Wirkungen einer Krise. Und aus diesem aktuellen Anlass würde ich gerne 4 konkrete Fragen als Impuls an die Teilnehmer der nachfolgenden Diskussionsrunde geben. Erstens, wir mussten feststellen, dass eine auf Effizienz und Profitabilität ausgerichtete globale Wirtschaft keine Puffer für Unvorhergesehenes hat. Wenn Lieferketten unterbrochen werden oder Vorräte im medizinischen Bereich oder anderswo so minimiert wurden, dass lebensgefährliche Versorgungslücken entstehen. Daher die Frage, bieten ethisch gestaltete Lieferantinnenbeziehungen bessere Voraussetzungen für eine stabile Beschaffung in einer Krise? Zweitens, wir wussten schon immer, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, sind die im Vorteil,
die genügend finanzielle Liquidität haben? Kann der ethische Umgang mit Geld mehr Spielräume für die Krisenbewältigung schaffen? Wir haben hier eine Vertreterin aus einer Bank auf dem Podium und vielleicht kann sie ja dazu auch Stellung nehmen. Dritte Frage. In jeder Krise gilt die größte Sorge dem Verlust von Arbeitsplätzen. Ermöglichen neben Kurzarbeitergeld solidarische und partizipative Mitarbeiterinnenbeziehungen eine bessere Voraussetzung, Arbeitsplätze zu erhalten und damit die Chance, gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Krise zu meistern? Und viertens und letztens, bleiben Kundinnen, die sich den gleichen Werten verpflichtet fühlen wie das Unternehmen, in und nach der Krise loyaler, als wenn sie nur nach dem günstigsten Preis entscheiden? Oder ist es am Ende wichtiger, ein digitales Geschäftsmodell zu haben, als ein ethisches? Ich freue mich sehr auf eine lebhafte und spannende Diskussion und gebe das Wort zurück an die Moderatorin Blanka. Vielen herzlichen Dank, Markus, für den schönen Reigen, den du aufgemacht hast. Sehr spannende Fragen, die du stellst an die Podiumsteilnehmer. Und die würde ich jetzt dann auch nach und nach auf die Bühne bitten. Ich freue mich besonders, Herrn Professor Dr. Joachim Fetzer als erstes begrüßen zu dürfen. Volkswirt und Geisteswissenschaftler der evangelischen Theologie. Ich habe mit ihm im Vorfeld telefoniert. Er forscht und lehrt seit vielen Jahren zur Verantwortung der Unternehmung und er fragt sich, ob man Werteorientierung gesetzlich einfordern kann oder soll. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Fetzer. Guten Tag, Frau Pohl. Als zweites begrüße ich Gerti Oswald auf unserer virtuellen Bühne. Sie ist mit Sicherheit dem einen oder anderen unter Ihnen bekannt. Sie ist Geschäftsführerin des Bayerischen IHK-Tages e.V. Sie ist Referatsleiterin des Bereichs Ehrbarer Kaufmann und CSR-Verantwortliche der IHK Bayern. Herzlich willkommen, Frau Oswald. Ich habe mit Ihnen auch im Vorfeld gesprochen, bin ja selbst IHK-Mitglied. Ich weiß, dass die IHK auf Freiwilligkeit der Unternehmen setzt und auf Selbstorganisation. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, freue mich auch sehr. Gerne. Und als nächstes begrüßen wir Frau Ursula Brandhorst-Burg. Sie ist Bereichsdirektorin der Stadtsparkasse Augsburg für das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsstrategie. Und dieses Begriffspaar ist bewusst gewählt. Nebenbei ist sie auch Mitglied im Vorstand der Kinder- und Jugendstiftung Aufwind, eine der vier Stiftungen der Stadtsparkasse Augsburg. Frau Brandhorst-Burg, auch mit Ihnen habe ich im Vorfeld gesprochen und habe erfahren, Sie setzen stark auf den Dialog mit den Kundenunternehmen, die Sie haben. Und sehen sich aber gleichzeitig, und das ist nun mal im Finanzwesen so, mit starker Regulatorik konfrontiert. Ein spannendes, ein tolles Spannungsfeld und wir freuen uns, Sie heute hier auch begrüßen zu dürfen. Sie dürfen gerne das Video anmachen, dass wir Sie sehen. Prima. Hallo. Ja, und einen, den wir heute schon gesehen haben, worüber ich mich auch sehr freue, dass er da ist, Dr. Norbert Stamm, Leiter des Büros für Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg, der seit vielen Jahren dort einen aktiven, lebhaften Agenda-Prozess moderiert. Herzlich willkommen, Norbert. Herzlich willkommen, Dr. Stamm. Ich weiß aus eigener Erfahrung, bin ja auch aktives Mitglied der lokalen Agenda, die Stadt Augsburg setzt auf Leitlinien und einen langfristig geführten Prozess. Stadt Augsburg ist auch mehrfach ausgezeichnet dafür, unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Herzlich willkommen. Und last but not least,
Liebe Rika Friedl, wir begrüßen dich ganz herzlich auf dem Podium als eine der echten Unternehmerinnen hier auf dem Podium. Also ich möchte nicht den anderen etwas absprechen, dass sie sicherlich auch unternehmerisch sind, aber in unternehmerischer direkter Verantwortung. Rika Friedl, Geschäftsführerin des Biohotels Bayerischer Wirt in Augsburg. Erstes GWÖ-zertifiziertes Unternehmen in Augsburg, habe ich eure Website entnommen. Und bei euch auf der Website habe ich gefunden, Nachhaltigkeit ist für uns bis zu den Wurzeln gedacht. Herzlich willkommen, Rika Friedl. Dankeschön, freut mich sehr. Wunderbar, ich darf die erste Frage an Sie, Herr Professor Fetzer, richten. Sie haben ja Ihre Promotion eben zu dem Thema abgeschlossen, Verantwortung der Unternehmung. Sie sind auch mit dem Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik, Ihnen wurde dieser Preis eben auch verliehen. Als Professor lehren Sie Wirtschaftsethik an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Ah ja. Aber was ich weiß, dass Sie ganz aktiv sind, Sie gehören dem Vorstand des Deutschen Netzwerks für Wirtschaftsethik an. Ich denke, wir haben einen veritablen Experten zu dem Thema Wirtschaftsethik hier in unserer Runde. Und an Sie geht die Frage, stärkt werteorientiertes Wirtschaften die Resilienz von Unternehmen? Ja, guten Tag Ihnen allen nochmal. Das wäre, also wenn ich jetzt da einfach Ja oder Nein sage, was ich natürlich nicht kann, dann könnte ich ja dann hinterher die Veranstaltung verlassen. Also insofern werde ich mein Ja oder Nein nochmal ein bisschen verschieben. Ich würde gern erstmal all denjenigen nochmal gratulieren, die heute eigentlich im Zentrum stehen und standen in den vorhin bei der Vorstellung. Und vielleicht kennen Sie alle noch den Gedichtspruch da von Kurt Matti, wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um mal zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge. Und ich habe eigentlich bei allen irgendwie rausgehört, wir machen das eigentlich immer schon und haben dann lernen jetzt vieles dazu im Zusammenhang mit der Gemeinwohlökonomie. Und ich glaube, das braucht man ganz dringend, das nicht ganz neu, nicht warten, bis irgendjemand die letzte DIN-Norm geschaffen hat für die Frage, wie man mit Kunden und Kundinnen eine Sparkasse über Nachhaltigkeit spricht, sondern es einfach mal tun und nicht immer auf den Geleitzug zu warten. Insofern schreiben Sie alle, die da waren, Geschichte, also Ihre Unternehmensgeschichte, und die sind eben unterschiedlich. Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, haben fast alle mehr oder minder deutlich gesagt, dass die Gemeinwohlbilanzierung ein Instrument ihrer Unternehmensentwicklung ist. Und insofern ein Instrument, die eigene Geschichte im Unternehmen weiterzuschreiben. Und das würde ich jetzt gerne mal kurz verknüpfen mit dem, was Herr Hölzel vorhin angesprochen hat und das in die etwas längere Geschichte stellen. Ich versuche es aber möglichst kurz zu machen. Also wenn man das mal öffnet und dann haben die meisten von uns noch die 90er Jahre und die frühen Nullerjahre bewusst erlebt. Die Aufbruchsstimmung mit Gorbatschow, 2+4-Vertrag, deutsche Einheit und so weiter und so weiter. Das Ende des Kalten Krieges. Die große Systemfrage zwischen den Wirtschaftssystemen. Und wir reden bei Gemeinwohlökonomie ja auch um ein Modell für die Zukunft mit dem Anspruch, systemisch werden zu wollen und nicht nur unternehmerisch da zu sein. Also diese Systemfrage war entschieden. Die Zukunft gehört global den westlichen Demokratien, den freiheitlichen Systemen, den marktwirtschaftlichen Ordnungen. Das Ende der Geschichte nannte das Francis Fukuyama. Also Globalisierung war keine Ob-Frage, sondern nur noch eine Wie-Frage. Marktwirtschaft und unternehmerische Frage, auch das keine Ob-Frage, sondern nur noch eine Wie-Frage. Meine erste Publikation damals handelte von Gemeinwohl, aber mit der skeptischen Frage, ob das mehr als gut gemeint ist. Und moderne Gesellschaften, so hieß es damals, die können nicht mit Tugenden und Werten, sondern nur mit klugen Anreizsystemen gesteuert werden. Das war die Grundlogik. Manche nennen das die Ära des Neoliberalismus und diese Frage, wo habe ich noch den letzten Rest Effizienz auszuschöpfen, der gehört natürlich auch in diese Zeit. Begriff Neoliberalismus finde ich schade, aber es geht ja um die Sache. Diese technokratische Steuerung über Anreizsysteme, ob marktlich oder staatlich, ist jetzt erstmal egal.
das Ignorieren und Vergessen von Kultur und von Kulturen. Die Idee, dass am Ende die ganze Welt nach dem westlichen Gesellschaftsmodell gleich sei, das hat sich heute, glaube ich, ziemlich in Luft aufgelöst. Wird keiner mehr so sagen. Und dazu gehörte damals auch, dass man nur auf das Monetäre, auf die monetären Outcomes schaut, auf die Shareholder Value, wie das hieß, und alles andere sozusagen wegließ, von den ökologischen Fragen mal ganz zu schweigen, aber von denen man nicht schweigen sollte. In der Zeit wurde das DNWE gegründet und über Wirtschaftsethik hat man im Normalfall gelächelt. Entscheide dich, das ist heute anders. Wir haben heute eine Nachhaltigkeitsgeschichte, wir haben ein Büro für Nachhaltigkeit in Augsburg, das ist, glaube ich, auch in den 70er Jahren wäre das noch nicht ganz so selbstverständlich gewesen, behaupte ich jetzt mal. Ich komme aus Augsburg, deswegen ich bin da aufgewachsen. Herr Stamm nickt. Wir haben x Berichtselemente, wir haben eine Pflichtberichterstattung von Non-Financials und wem jetzt die Gemeinwohlökonomie zur Orientierung hilft, wunderbar, aber da muss man auch kritisch drauf sehen. Wir haben nicht mehr das Ende der Geschichte, sondern wir schreiben Geschichte neu, sind da jetzt, man wird irgendwann, die Historiker werden mal klären, ob der Zusammenbruch von Enron 2001 die Wende war oder die Finanzkrise 2008 oder jetzt die Pandemie. Aber auf jeden Fall gibt es sozusagen eine massive Veränderung. Und die Frage, die man nach wie vor stellen muss, ist, wohin und was wollen wir aufgeben? Wollen wir wirklich alles ändern? Was wollen wir nicht ändern? Und wo führt das dann sozusagen insgesamt hin? Und da glaube ich schon, dass es sich auch lohnt, nicht nur einfach mal hinzugehen und zu schauen, wohin man kommt, sondern den Kopf einzuschalten, weil der Mensch hat bekanntlich einen Kopf, um auch vorauszudenken und die Erfahrungen, die man in der Geschichte gemacht hat, auch nochmal zu reflektieren. Wir sind nicht am Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir sind nicht in der Phase, als Karl Marx und Wilhelm Raiffeisen unterschiedliche Modelle zur Lösung der sozialen Frage hatten, sondern wir haben diverse Diktaturen hinter uns, wir haben eine sozialistische Phase hinter uns und wir werden genau schauen müssen, wohin das dann führen könnte, wenn Gemeinwohlökonomie nicht nur Sache von einer Reihe von Unternehmen ist, sondern wenn sie eben systemisch wird. Darauf bin ich gespannt, dies auch mal zu diskutieren. Und Sie haben schon im Unterton gemerkt, ich habe da durchaus dann auch ein bisschen skeptische Anmerkungen. Vielen Dank, Herr Fetzer. Ich kann mir erinnern, Sie hatten in unserem Telefonat auch von Ihrer Oma erzählt und eben wie wichtig es ist, auch von innen heraus zu agieren, dass dieser erste Schritt eben von innen herkommen muss. Und das korrespondiert, glaube ich, auch ganz gut mit dem, Frau Ostwald, was die IHK dazu sagen möchte. Ganz kurz zu Ihnen. Die IHK ist durch den Gesetzgeber ja auch aufgegeben, für Anstand und Sitte in Form des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Ja, und ehemalige Arbeitsministerin Kerstin Schreier hat auf dem CSR-Tag, den sie jährlich abhalten, 2019 gesagt, die Politik darf den Unternehmen nicht zu viel vorschreiben. Die Unternehmen wissen selbst am besten, wie sie Nachhaltigkeit konkret umsetzen. Das finde ich eine spannende Aussage und mich würde natürlich auch interessieren, Frau Ostwald, unsere Wirtschaft ist wahnsinnig stark geprägt von dem, dass Erfolg an Profit gemessen wird und an Effizienz gemessen wird, schafft natürlich auch entsprechende Handlungsanreize für Unternehmen und wir stehen heute zum Teil auch vor den Folgen dieser Handlungsanreize. Was ist Ihre Erfahrung? Wie freiwillig und wie selbstorganisiert geht die Wirtschaft und die Unternehmen das Thema Werteorientierung an? Vielen Dank, Frau Pohl. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Vielleicht sagen Sie kurz Bescheid, das ist sehr nett. Vielen Dank für die doch sehr differenzierte Einführung. Spiegelt letztlich auch ein Stück weit das Bild in der Wirtschaft wieder, bevor ich auf die ein, zwei Fragen auch eingehe. Auch von mir natürlich an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an die Unternehmen, die heute gewürdigt worden sind. Mir ist durchaus bewusst, welches Engagement hinter einer Gemeinwohlbilanzierung steht. Wir hatten in unserem Ausschuss Unternehmensverantwortung, den eine IHK auch hat, eben auch einem Unternehmer Gelegenheit gegeben, mal die Bilanzierung vorzustellen. Das war Frau Kugler von den Bädern München, Stadtwerke München. Und ja, also ich habe einen hohen Respekt für dieses Engagement, ganz toll. Also Glückwunsch auch von mir.
Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Sie es auch schon formuliert haben, liebe Frau Pohl, auf die innere Haltung kommt es an. Und es ist, und das machen wir eben als IHK fest an diesem Leitbild, was Sie auch erwähnt hatten, den ehrbaren Kaufmann, der uns eben auch ins IHK-Gesetz eben geschrieben worden ist und letztlich auch der IHK-Arbeit als ethischer Orientierungsrahmen dienen muss und soll. Und eben auch letztlich eine Vielzahl unserer Unternehmen und ja, die Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanzierung machen, das ist für mich gelebte Unternehmensverantwortung. Natürlich ist dieses Leitbild Bekenntnis und Appell zugleich. Das sage ich immer, ein bloßes Bekenntnis alleine, das ist einfach, das reicht nicht aus. Man muss auch danach handeln und auch danach handeln, wenn es auch mal wehtut. Und vor allem wehtut heißt dann oft natürlich auch mal vielleicht schnellen Gewinnen zu widerstehen, weil vielleicht schnelle Gewinne eben nur auf Kosten anderer, was weiß ich, auf Kosten der Mitarbeiter, Gesellschaft oder Umwelt eben zu haben sind. Und da meine ich, sind natürlich oder muss man auch immer wieder auch als IHK-Diskussionen zulassen, wo die Punkte auch mal ansprechen, das, denke ich, ist ganz zentral. Und ja, letztlich geht es auch immer darum, diese innere Haltung auszutarieren. Und als Unternehmer kommt es sicherlich auch darauf an, ja, seiner Vorbildfunktion im Unternehmen da auch recht zu kommen, um ja, und eine gelebte die Verantwortung, das spürt natürlich auch jeder Mitarbeiter und ja, man merkt dann eben, ob das eine DNA im Unternehmen ist oder nicht. Und ich sage auch immer, Haltung und Handeln, das muss zusammengehören, nur dann kann ich auch ja, eine CSR glaubwürdig nach außen meinem Unternehmen eben leben. Und Sie hatten noch die Fragestellung aufgeworfen, sollte nicht alles freiwillig bleiben. Auch da diskutieren wir immer wieder auch mit unseren Unternehmen. Auch die Politik ist bisweilen dieser Ansicht. Sie haben dieses Zitat von Frau Schreier erwähnt aus unserem Bayerischen CSR-Tag. Und ich glaube, so einfach kann man eben die Frage nicht beantworten. Aktuell merkt man schon an der Diskussion zum Lieferkettengesetz, dass Sie alle, die ja hier dem Nachhaltigkeitsthema verhaftet sind, ja auch sicherlich mitbekommen haben. Da muss ich nicht näher drauf eingehen. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen, auch und innerhalb unserer Mitglieder. Und da müssen wir auch Diskussionen führen. Ich meine aber auch, dass man ja gewisse Rahmen setzen muss, um aber eben zugleich auch Unternehmen, die eben sich noch nicht jetzt auf diesen Weg oder diese Nachhaltigkeitsperformance eben haben, auch die muss man mitnehmen. Und das meine ich, ist in dieser Diskussion eben auch ganz zentral, weil es eben nur gemeinsam gehen kann. Sehr spannend, vielen Dank. Ja, uns wird dann in dem weiteren Verlauf auch interessieren, wie solche Anreize auch von Seiten der IHK geschaffen werden können, was Sie da tun. Ich würde jetzt nur gern Frau Brandhorst-Burg auch die Gelegenheit geben. Sie sind eben von der Stadtsparkasse Augsburg. Frau Brandhorst-Burg, Sie haben es auch bei mir im Telefonat erwähnt, Sie haben ja bald ein Jubiläum der Bank, wo Sie auch sozusagen die traditionelle Verankerung für Nachhaltigkeit in der Region, auch schon seit vielen Jahren leben. Das würde mich würd vielleicht den einen oder anderen von uns auch interessieren. Wir haben es vorhin auch schon bei der Würdigung, hatten wir auch eine Sparkasse, die hat es ja auch schon erwähnt. Sie hatten gesagt, Nachhaltigkeit wird in Ihrem Hause eben klassisch definiert, das Thema Wirtschaft, Ressourcen so zu verwenden, dass auch nachkommende Generationen gut ihr Leben gestalten können. Das ist ein ziemlich weiter Begriff und ist natürlich auch immer die Herausforderung in Unternehmen, wie brechen wir das herunter auf unser Geschäftsmodell, auf unser tägliches Handeln. Und es betrifft natürlich auch Sie als Bank. Auch Sie sind ein Unternehmen und auch Sie haben Kunden und Sie bewegen sich zudem in einem sehr stark regulierten Markt. Das BaFin-Merkblatt, das letztes Jahr herausgekommen ist, trifft ja auch die Aussage, dass nicht nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
weniger resilient sind und somit auch ein erhöhtes Kreditrisiko in sich bergen, also ein Ausfallrisiko. Das heißt, die Geldströme sollten nach Möglichkeit so gelenkt werden, dass nachhaltige Akteure der Wirtschaft eben besseren Zugang zu diesen Geldmitteln haben und damit gestärkt werden. Der Haken für Sie, Frau Brandhorst-Burg, liegt daran, dass es im Prinzip keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit gibt. Und Sie als Bank in dem regulierten Markt müssen sich an irgendetwas orientieren können. Die Taxonomie der EU ist auf dem Weg, aber eben noch nicht verabschiedet. Und wir wissen nicht, was dabei rauskommt und wie weit dieser Begriff dann letztlich gefasst ist. Wie definieren Sie als Bank Nachhaltigkeit? Und was und oder eben was nicht Nachhaltigkeit ist? Und wie wirkt es sich das auf die Kreditvergabe oder auch Ihre Anlagenentscheidungen aus? Sie sind noch stumm, Frau Brandhorst-Burg. Immer noch, wir können Sie nicht hören. Nein, Ton ist aus. Ich weiß nicht, kann jemand von uns hier im Background den Ton anschalten? Ja, jetzt. Jetzt? Wunderbar. Ja, funktioniert wunderbar. Ja, liebe Frau Pohl, da haben Sie mir ja jetzt aber einen Haufen von Fragen gestellt und ein ganz weites Feld eröffnet. Wenn ich das jetzt alles exakt beantworten könnte, das wäre natürlich phänomenal. Dann würde ich wahrscheinlich zu den Wirtschaftsweisen einbestellt werden. Aber das wird sicherlich nicht ganz gelingen. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz mit unserem Unternehmen an. Sie haben gesagt, wir haben ein Jubiläum. Ja, wir sind fast 200 Jahre alt. Im nächsten Jahr ist es soweit. Und die Sparkassen als solche sind natürlich sehr nachhaltig und gemeinwohlorientiert aufgestellt. Wir sind ja Kreditanstalten des öffentlichen Rechts, wie es so schön heißt. Und es gibt auch ein Sparkassengesetz, wo das genau festgelegt ist, was darunter zu verstehen ist. Wir sind nicht Shareholder-Value-orientiert, sondern die Gewinne, die wir erwirtschaften, die geben wir an unsere Kommunen in unserem Geschäftsgebiet zurück. Und bei unserer Gründung ging es natürlich darum, dass wir ganz normalen Durchschnittsmenschen und auch Gewerbetreibenden eine ökonomische Nachhaltigkeit bieten sollten. So war das vom Gründungsgedanken her gesehen. Die Leute sollten eine Möglichkeit haben, Vorsorge zu treffen und ihre Gelder sinnvoll und auch sicher anzulegen. Mittlerweile ist es natürlich so, dass diese Nachhaltigkeit um weitere Facetten erweitert wurde. Der Herr Stamm hat es ganz am Anfang mal in seiner Grafik dargestellt. Es geht ja mittlerweile auch um ökologische, soziale und auch Nachhaltigkeit und um die Komponente Good Governance, wie es ja so schön heißt. Und auch bei uns in der Sparkasse als Unternehmen ist die Nachhaltigkeit Teil aller Managementaufgaben. Das geht hin. Oder das beginnt bei der Geschäftsstrategie, das geht in die Risikopolitik, das geht in die Personalpolitik, in die Betriebsprozesse hinein, in die Bestellverfahren, die wir ja auch haben, das geht in unsere Bauorganisation, das geht in die Berichterstattung und. Also Nachhaltigkeit ist in dem Sinne ein Bestandteil aller Betriebsfunktionen. Und in dem Zusammenhang sind wir natürlich auch ein Teil des gesamten Banken- und Finanzierungssystems in der Bundesrepublik und auch in der gesamten EU. Und da kommt das zum Tragen, was Sie vorhin gesagt haben. Wir sind reguliert und damit hört wahrscheinlich mittelfristig auch die Freiwilligkeit, Frau Oswald, Sie haben es gesagt vorhin, in Bezug auf die einzelnen Unternehmen ein Stück weit auf. Will ich nachhaltig sein, ja oder nein? Also ich denke schon, dass die Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit ein notwendiges Ziel für alle Unternehmen sein wird. Denn nur so werden sie partizipieren können an den zur Verfügung stehenden Geldern mittelfristig. Also auf dem Weg hin werden wir natürlich auch unsere Kunden intensiv begleiten. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Aber gerade dieses BaFin-Merkblatt, die BaFin ist ein
ja, ist das Aufsichtsorgan für die Kreditwirtschaft in Deutschland. Es gibt auch eine europäische Aufsicht. Und die haben sich orientiert am Aktionsplan der EU zur Finanzierung der Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Und die sagen ganz... Andersburg, ich muss ein bisschen nochmal auf die Frage zurückführen, wie Sie Nachhaltigkeit definieren, weil wir möchten gerne auch in die Diskussion einsteigen. Und ich kann mir vorstellen, dass Herr Dr. Stamm schon den einen oder anderen... Nein. Ja, ja, ja. Gut, dann nochmal die Frage, wie definieren Sie als Bank das Thema Nachhaltigkeit, wenn Sie zum Beispiel mit der Kreditvergabe betraut werden? Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt, weil die Zeit drängt und die Klimaziele verwirklicht werden müssen, ganz klar in Richtung ökologische Nachhaltigkeit zu verstehen. Das heißt, werden die CO2-Fußabdrücke reduziert. Das ist von Branche zu Branche natürlich ganz unterschiedlich. Aber wie stellen sich die Unternehmen auf? Ich kann das nicht pro Branche in einzelnen Zahlen sagen, aber da wird man sich das schon anschauen müssen, ob die Unternehmen energieeffizient arbeiten. Das ist zunächst mal bei der Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Kriterium hier in Deutschland. Menschenrechte werden in der Regel geachtet, Lieferketten muss man sich natürlich auch anschauen, aber gerade die ökologische Effizienz, das wird wichtig sein. Dankeschön. Norbert Stamm, ich gebe das Wort an Sie, Herr Stamm. Sie haben es in bunten Reigen auch gehört, ist Nachhaltigkeit, haben wir gerade gehört, im Rahmen der Kreditvergabe ist ein Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit wohl auch, weil es momentan auch das am messbarsten Kriterium ist und am vergleichbarsten. Sie, Herr Dr. Stamm, leiten das Büro der Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg. Sie führen einen wirklich umfassenden Agenda-Prozess in der Stadt, der weit über das Thema ökologische Themen hinausgeht. Würden Sie dazu noch Ihre ergänzenden Aspekte geben, bitte? Ja, liebe Blanka, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder aus dem Sie rausgehe. Wir kennen uns ja, du bist ja selber Teil des Prozesses. Also wir sind eine ganz kleine Einheit. Wir sind praktisch 4 Leute von knapp 7.000. Ja, so. Das kann man jetzt nicht, also in der Stadtverwaltung sind natürlich noch viele andere Akteure da, die auch jetzt in Nachhaltigkeitsfeldern unterwegs sind. Und wir haben darüber hinaus natürlich noch den Anspruch, Nachhaltigkeit muss eine gesamtgesellschaftliche Bewegung sein. Ja? Also es ist ein Verständigungsprozess. Nachhaltigkeit ist nicht einfach. Ja? Also man kann nicht sagen, das und das ist nachhaltig. Also man könnte das sagen, ganz radikal, Klimakrise, CO2 einsparen. Das heißt, noch ein härterer Lockdown, ganz klar in allen Bereichen. Und dann kommen wir auf 2 Tonnen CO2 pro Kopf. Ja? Aber das ist gesellschaftlich nicht machbar. Das ist in einer Demokratie nicht, das wird nicht gewählt. Ja? Das heißt, ich brauche bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsprozess, brauche ich eine breite Diskussion und auch eine Möglichkeit des Mitarbeitens. Ja? Mhm. Und wir haben uns jetzt heute hier fokussiert auf den Bereich Wirtschaft. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil die Wirtschaft ein sehr wichtiger und sehr anerkannter Akteur ist, auch im stadtgesellschaftlichen Bereich. Wobei man immer differenzieren muss, und ich glaube, das ist heute auch gut zum Ausdruck gekommen, dass es die Wirtschaft ja nicht gibt, sondern dass es ein sehr, sehr breites Akteursspektrum ist und man eben, wie Professor Fetzer auch gesagt hat, man einfach mal anfangen muss mit denjenigen, die sich vorne bewegen. Ja? Ja. Und das ist der Vorteil, wenn man kleine und auch mittlere, also Frank Schubert Bio-Bäckerei, das ist ein mittleres Unternehmen, ja? Aber MAN Augsburg haben wir nicht so im Nachhaltigkeitsprozess, die sind da mehr hörend. Ja, so. Aber wir haben die Kleinen und da gibt es halt welche und diese Pioniere und mit denen muss man gehen und man muss es auch ausprobieren. Ja? Also der Nachhaltigkeitsprozess bei uns ist halt einfach, der ist nicht so breit, wie er sein sollte. Wenn die Stadt sich ein Büro für Nachhaltigkeit leistet, könnte man ja böse sein und sagen, das braucht es anscheinend noch, weil Nachhaltigkeit nicht selbstverständlich und überall ist. Also wir haben schon noch so ein bisschen so eine, ich sage mal, Brühwürfelfunktion. Ja? Also dass wir geben so ein bisschen dann Geschmack an die Suppe oder gehen in die richtige Richtung. Das ist eine Plattform.
Und ich glaube, die größte Errungenschaft bei uns ist, dass es eben ein breiter Prozess ist. Ja, dass wir versuchen, Nachhaltigkeit breit aufzustellen. Für uns war es zum Beispiel ganz wichtig, vielleicht auch im Kontext Wirtschaft ist interessant, dass wir die Augsburger Armutskonferenz auch Teil des Nachhaltigkeitsprozesses ist. Ja, damit klar ist, wenn es um ökologische Einschränkungen oder Einsparungen geht, dann sollen das nicht nur die machen, die sich es leisten können, sondern das soll auch denen ermöglicht werden, die sich es vielleicht nicht leisten können, wo die verschwenderischen Produkte halt billiger sind. Und man muss auch diese Armutsfrage und die Gerechtigkeitsfrage eben mitdiskutieren. Ja? Und deswegen brauchen wir dieses breite Spektrum. Und dann ist der Prozess eher so eine Art Labor, ja, aber kein abgehobenes und abgeschlossenes Labor, sondern man versucht einiges hier. Danke, Norbert. Ich gehe jetzt auch zum Du über, weil es wirklich ein bisschen schräg ist. Mir geht es genauso mit Rika Friedl. Rika, wir sind ja auch schon länger per Du. Und es ist natürlich total schön, dass du als Unternehmerin und als Pionierin eben jetzt hier auch im Podium bist. Du bist schon seit 2009 in dem Agenda-Prozess der Stadt Augsburg sehr aktiv, als eines der ersten umweltfreundlichen Gastgewerbe. Und ich werde dich auch jetzt gleich im Anschluss fragen, wie es dir geht, weil ich glaube, eure Branche ist eine mit der härtesten Getroffenen. Und wir wollen auch zur Frage kommen, stärkt Werteorientierung die Resilienz? Und würde uns dann natürlich interessieren, gib uns doch bitte einen Einblick, du als Hotel eben auch aus dieser Corona-Krise. Wie macht dich Werteorientierung resilient? Woran machst du es fest? Ton, du bist noch stumm. Genau, danke schön. Ja, also wie es uns geht, ja, wir sind, glaube ich, die Branche, die hier tatsächlich sehr getroffen ist. Es sind viele Kollegen, die wirklich arg zu tun haben. Wir sind nicht mehr das, was wir machen dürfen, was wir tun dürfen. Und das ist zu Recht, glaube ich, einen gewissen Teil. Und zum anderen Teil ist es manchmal nicht ganz so, wo das alle verstehen und nachvollziehen können. Wir gehen damit um. Und ich bin unter anderem auch Präsidentin der Bio-Hotels. Also wir sind ein Verein von den Bio-Hotels. Und da gibt es natürlich viele Kollegen, ich spreche jetzt vielleicht gleich mal für alle noch, die es natürlich auch sehr hart trifft. Und es gibt aber auch ganz viele Kollegen und uns unter anderem auch, die auf die Werte zurückgreifen und einfach sagen, okay, was können wir in dieser Zeit, die jetzt sehr schwierig für alle Wirtschaftssysteme sind, glaube ich, tun? Was lernt uns das? Und was sollen wir daraus lernen? Was können wir tun für die Zukunft? Wir haben schon relativ lang uns mit der Nachhaltigkeit befasst. Und ich würde heute sagen, es hat uns sehr stark gemacht. Und auch in so einer Krise, wo viele an die Frage kommen, bin ich noch richtig im richtigen System, im richtigen Unternehmen? Stehe ich noch da? Was es ist, fragen wir uns oder wir als Unternehmer, was können wir verändern noch? Wie können wir weitergehen? Wir haben 2017 angefangen mit unserer Gemeinwohlökonomiebilanz. Und gehen jetzt mit unseren anderen bayerischen Bio-Hotels-Kollegen in die zweite Phase. Wir nutzen jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nutzen jetzt die Zeit, die da ist für uns und gehen einfach in die zweite Phase von der Bilanzierung. Also wir versuchen, auf den Werten aufzubauen und versuchen uns da unsere Stärke herauszuziehen, um durch die Zeiten gut durchzukommen. Also da würde mich jetzt nochmal eine konkrete Nachfrage, Rika, wenn du sagst, unsere Werte und die stärken uns. Also ich meine, das ist ja direkt ein Widerspruch jetzt zu diesem Thema. Wir stecken auch in einer Krise. Woran machst du es denn fest, dass ihr resilienter oder widerstandsfähiger sind? Weil wenn wir auf die Definition von Resilienz gehen, hat es was mit Widerstandsfähigkeit zu tun und eben auch nach vorne und gestärkt aus Krisen hervorzugeben. Woran willst du es irgendwie festmachen für dich? Genau. Also bei uns ist es schon so, dass wir durch die Werte, die wir uns vorgenommen haben und die wir einfach als unsere Leitlinien haben, jetzt die Weiterentwicklung sehen können. Wir haben ganz verschiedene Sachen uns neu überlegt, neu in die Zukunft geblickt, haben neue Dinge geplant. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wo wir herkommen, was die Wurzeln, also du hast vorhin schon erzählt, Gemeinwohlökonomie war für mich bis zu den Wurzeln denken. Und das gibt auch die Sicherheit, die Werte und die Sicherheit geben uns in solchen Zeiten Kraft.
und vielleicht auch die Klarheit zu sagen, wir müssen uns verändern, wir müssen weiterdenken. Und daraus ziehen wir eigentlich die Kraft und können jetzt in die Zukunft auch gut weiterdenken. Wir haben unser Unternehmen zum Beispiel, also wir jetzt unser Unternehmen entwickelt. Wir haben vor anderthalb Jahren, bevor die Krise kam, schon über Lieferdienste nachgedacht, haben über ökologische Verpackungen nachgedacht. Und sowas hat uns, bevor die Krise kam, schon gestärkt. Und jetzt ziehen wir dadurch profitieren wir von diesen Sachen eben heraus. Und so geht es vielen Kollegen auch. Genau. Vielen Dank, Rika. Ich sehe, dass im Fragen- und Antworten-Teil ein paar kritische Fragen an Sie, Frau Brandhorst-Burg, gestellt werden. Bevor wir aber darauf eingehen, weil ich glaube, wir würden sonst jetzt den schönen Faden, den du uns gibst, Rika, verlieren, dieses Thema eben auch in die Zukunft zu blicken und auch aus dieser Krise Möglichkeiten zu erkennen, innovativ zu sein oder eben auch neue Ideen zu entwickeln. Deswegen die Frage an Sie, Frau Oswald, was geben Sie denn Ihren Unternehmen oder den Mitgliedsunternehmen an die Hand, damit eben genau diese Werteorientierung auch als Stärken ausgelebt werden und Schritt für Schritt angepackt werden können? Mikro ist an, oder? Ja. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ja einen Fahrplan für die Zukunft erstmal hat. Und ich meine, den haben wir alle längst schon mit der Agenda 2030 und den 17 Nachhaltigkeitszielen. Und für uns als IHK ist es auch wichtig, das auch unseren Unternehmen zu vermitteln, sich auch daran zu orientieren und haben jetzt zum Beispiel auch einen SDG-Wegweiser, den Sie auch kennen, Frau Pohl, da auch entwickelt, um mit Pilotunternehmen zusammen, weil es eben ja schon natürlich Unternehmen gibt, die sich da schon längst auf den Weg gemacht haben und immer auch wichtig ist, von guten Beispielen anderen Unternehmen auch zu lernen. Oder natürlich, wir bieten passgenaue Weiterbildungsangebote an oder auch Vernetzungsmöglichkeiten, meinen wir, ist ganz wichtig, sei es im Rahmen vom Bayerischen CSR-Tag oder in unserem Ausschuss Unternehmensverantwortung, den ich schon angesprochen habe. Und selbstverständlich meine ich, und da ging es ja vorher jetzt auch um die Frage, was macht mich resilienter, was ist in dem Falle auch noch wichtig, und ich denke, eine gute Kundenbeziehung, wenn man die vorher schon gepflegt hat, dann halten wir die Kunden jetzt auch die Stange in so schwierigen Zeiten. Das zeigt die Krise noch mal mehr. Das ist ein absolut wichtiges Gut. Das ist für mich auch Teil von gelebter CSR, den Dialog mit den Anspruchsgruppen, mit den Kunden zu pflegen. Selbstverständlich die Digitalisierung, weiteres Schlüsselwort neben der Nachhaltigkeit ist ein Paradigma, die Digitalisierung. Wenn ich mich da eben schon auf den Weg gemacht habe, wie jetzt auch schon vorher angedeutet worden ist, auch das ist selbstverständlich hilfreich, aber natürlich immer im Einklang mit der Nachhaltigkeit, was auch nicht immer ganz einfach ist. Und ein wichtiger Punkt, vorher wurde auch mal das Stichwort Globalisierung angesprochen, wenn ich den Aspekt noch reinbringen darf, wie schauen eigentlich meine Lieferketten aus? Auch da hat die Pandemie gezeigt, da ist auch viel, auch da nehme ich die Wirtschaft selbstverständlich nicht aus, auch nicht perfekt gelaufen. Da waren sicherlich die im Vorteil, die schon immer regional besonders gesourced haben. Ne? Mhm. Aber, und das sage ich auch ganz deutlich, wir können jetzt nicht plötzlich umstellen und sagen, jetzt werden wir alle ganz regional und wir sourcen nur noch regional, weil dann sagen wir, die Schwellenländer lassen wir dann außen vor und verhungern und nicht mehr am Wohlstand profitieren. Ich deute nur mal so die komplexen Fragestellungen an, die damit da auch einhergehen. Aber spannend. Na, genau. Da würde ich gerne auch drauf eingehen und das Wort an Herrn Professor Fetzer spielen. Wir hatten auch eingangs gehört, dass dieses Thema einmal ist, Frau Oswald sagte, Komplexität. Aber wenn wir von Werten sprechen, dann sprechen wir ja auch von der Thematik Wertewandel. Das heißt, ein Unternehmen muss sich da in irgendeiner Form einordnen. Was würden Sie denn einem Unternehmen konkret empfehlen, wenn Sie sagt, okay, wir wollen uns werteorientierter aufstellen, um resilienter zu werden, ist doch eine recht komplexe Aufgabenstellung, wie wir hören. Also ich unterscheide in meiner Arbeit jedenfalls zwei Ebenen. Das eine ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Ich würde immer zuerst die Frage stellen, bevor ich was empfehle,
erzähl mir kurz mal deine Unternehmensgeschichte, weil es gibt diese One-Size-Fits-for-All-Antwort einfach nicht. Es ist zwar, die Welt ist einerseits komplexer geworden, andererseits an manchen Punkten noch einfacher. Also in den 90er Jahren hat es immer geheißen, das mit der Ethik ist sehr schwierig und in anderen Ländern anders. Heute würde ich die SDGs aus der Tasche ziehen und sagen, nein, es gibt einen Katalog von Themen, der ist von 190 Staaten dieser Welt, also diesen Agenda 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen, da ist ein verbindendes Band, da sind wir weitergekommen. Gleichzeitig, wo man sich da einordnet, bei 181 Unterzielen bei den Schwerpunkten, das geht nur so, dass man es individuell macht. Und genau das ist sozusagen der andere Punkt. Und dann gibt es noch Überzeugungen. Also ich persönlich glaube, dass es gut ist, wenn Unternehmen nicht alle gleich sind. Und wenn alle in der Herde den gleichen günstigsten Lieferanten hinterherlaufen, ist das auch in Krisensituationen nicht besonders schlau. Insofern ist die Unterschiedlichkeit, die Vielfalt, auch die unterschiedlichen Innovationsansätze extrem wichtig. Und da kann natürlich diejenigen, die da früher breiter denken, deswegen glaube ich auch, dass Werteorientierung was mit Resilienz zu tun hat, weil es einfach um Managementkompetenz geht. Jemand, der von Komplexität nicht erschlagen ist, sondern noch die Kraft hat, eine Gemeinwohlbilanz zu machen, der steht zumindest intellektuell nicht so mit dem Rücken an der Wand, dass er nur noch gerade den Auftrag am nächsten Tag abarbeiten kann. Und wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst und immer nur noch den Auftrag vom nächsten Tag abarbeiten kannst, dann bist du in der nächsten Krise einfach weg vom Fenster. Hängt auch mit deiner Eigenkapitalbasis zusammen und mit anderen Dingen. Und genau deswegen lassen Sie mich trotzdem nochmal die andere Seite aufschlagen. Wenn wir jetzt anfangen, nehmen wir mal an diese Gemeinwohlbilanz und machen die jetzt zu einem großen Steuerungsinstrument. Also ich meine, der Name Christian Felber ist ja häufiger gefallen und es ist wirklich alles extrem sympathisch, was ich heute gehört habe. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, pass mal auf, das sollte sich jetzt auch mal auszahlen. Ich hätte gern eine Besteuerung nach Nachhaltigkeitsaspekten. Ich hätte gern eine Kreditvergabe nach Nachhaltigkeitsaspekten. Dann kommt eine ganz andere Schiene, weil dann geht es nämlich nicht mehr um die 1-2%, mit denen wir hier mit gleichem Herzen zusammensitzen, sondern da geht es um die 98% anderen. Und lasst es 90% sein oder wie auch immer. Und es ist nicht das Gleiche, ob ich eine Nachhaltigkeitsbilanz mache oder eine Gemeinwohlbilanz, um selber als Unternehmen zu wachsen, mich zu entwickeln und zu lernen. Oder ob ich es mache, um den Schein zu haben, damit ich bei der Stadtsparkasse Augsburg einen Kredit kriege. Diese Veränderung ist kategorisch. Und wenn wir an dieser Stelle, und die müssen wir einfach immer mitdenken, da würde ich immer sagen, solange dieses blöde CO2 einfach nichts kostet, solange hilft es auch einfach nichts. Es ist gut für alle, die da sozusagen schon vorausgehen mit Innovationen, die das antizipieren, die voraussehen, dass das nicht sein kann, dass wir sozusagen diesen Globus und dessen Klima gefährden. Deswegen wird es, egal ob mit Steuer oder Emissionshandel oder wie auch immer, es wird irgendwie kommen, da muss man sich darauf einstellen. Aber am Ende wird es an dieser Stelle am Preis liegen. Und mit diesem Steuerungsinstrument, all die Aspekte von Nachhaltigkeit durchzubuchstabieren, die in dieser Bilanz stehen, denken Sie das mal in Ruhe durch, in der Gesellschaft wollen Sie nicht leben. Ja, es ist auch total spannend, was Sie ansprechen. Jetzt ist einfach dieses Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch, sagen wir mal, das auszugleichen, dass es doch wieder Player gibt, die gewisse Facetten dann ausnutzen des Systems und andere, die dann nach Werten arbeiten, weniger Chancen haben, bis hin zu dem anderen Thema, dass wir ja natürlich auch gesetzliche Regulierung, gerade im Bankenwesen ist es ja extrem, dass wir den Händen gebunden sind. Und wir haben eine tolle Frage, glaube ich, aus den Fragen und Antworten, und die würde ich jetzt gern auch einbinden. Liebe Anti, gibt es irgendwas? Ich habe eben Fragen geschaffen, die Biohotels, die finanzielle Resilienz. Das wäre für mich natürlich die zweite Frage gleich angeschlossen, Frau Brandhorst-Burg. Wie sehen Unternehmen das? Aber ich gebe jetzt mal weiter an Antje. Gibt es eine spannende Frage, die du gerne ins Podium? Die Fragen sind alle interessant und spannend, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich würde jetzt direkt, weil du das schon gesagt hast, wie schaffen die Biohotels die finanzielle Resilienz? Das aufgreifen, weil es jetzt schon im Raum steht. Frau Friedl. Ja,
Also ich denke, wenn man schon mal bis zu den Wurzeln denkt, denkt man auch ein bisschen weiter. Und ich glaube, wenn man finanziell, ich glaube, finanziell ist einfach ein Thema, was Sicherheit haben muss. Ein Baum, der nicht an einer festen Erde verwurzelt ist, der fällt um. Und wenn man da fest in der Erde verwurzelt ist, und das kann man genauso finanziell sehen, dann schafft man die Reise durch so eine schwierige Zeit schon. Also ich denke, man hat einfach bei uns als Bio-Hotel, also wir jetzt von unserem Haus in Augsburg, kann ich das so sagen. Und es gibt auch viele Bio-Hotels, die das genauso sehen und genauso gemacht haben. Und wir haben die zukunftsweisende Vision und auch die Forschung gehen in die Richtung, dass die Nachhaltigkeit nach dem Thema ganz wichtig und ganz sicher ist. Und das stärkt uns natürlich in unserer Idee, in unserem Weitergehen und gibt uns eigentlich recht, dass wir schon lange auf dem richtigen Weg sind. Und mit CO2 muss ich auch noch mal kurz schnell in die Runde werfen. Wir wollen dieses Jahr und als nächstes Jahr der ganze Verein CO2 positiv werden. Also alle Hotels wollen sich da freiwillig CO2 positiv stellen. Wir sind jetzt schon CO2 neutral seit 2 Jahren und das gilt auch für ganz viele Hotels von uns. Also wir sind da auf dem Weg und ich denke, das ist ganz toll. Jetzt sehe ich doch noch mal eine Frage, auf die ich da noch ganz kurz eingehen muss. Ich beeile mich auch. Und zwar ist es wirklich mit den Lieferketten, was auch angesprochen wird. Es ist wirklich, das ethische Wirtschaften hilft auch in dieser Richtung. Wir beziehen ganz regional alle Produkte und wir haben einen ganz tollen Partner, der heute auch dabei ist und der auch die Frage gestellt hat. Also der Thomas hat das vom Ökoring auch gesagt. Es ist ganz klar, also die Lieferfähigkeit in den Lieferketten, das macht sich bemerkbar. Wir haben die ganze Zeit ganz toll die Lieferungen bekommen von unserem Ökoring. Also wir bekommen alles, was wir wollen. Und das spricht, glaube ich, für uns und für ihn. Und ja, Dankeschön. Genau, dafür. Danke, Frau Friedel. Ich nehme dann nochmal die Fragen auf, die im Chat sind, die zur Frau Brandhorst-Burg gehen in die Finanzbranche. Sparkassen sind klar gewinnorientiert und handeln nach diesen Vorgaben, so meint es der Zuhörer. Und möchte da einfach fragen, was hat das Interesse, was machen die Sparkassen mit dem Geld, die die Sparer eingesammelt haben, in welcher Form werden Kredite vergeben, an welchen Maßstäben und welche Veränderungen stehen da vielleicht an? Genau. Frau Brandhorst-Burg. Was die Sparkassen mit dem eingesammelten Geld machen, das ist gut. Das geben wir natürlich an Krediten wieder aus, und zwar an die regionale Wirtschaft und natürlich auch an viele kleinere Unternehmen, so wie wir heute jetzt auch zusammen sind, die nachhaltig wirtschaften, und das ist auch ausgesprochen ja vorbildlich und zukunftsweisend und auch ausgesprochen sympathisch, das muss ich auch wirklich sagen. Und wir begleiten auch viele Unternehmen mit ihren individuellen Geschäfts- und Unternehmensplänen über Jahrzehnte. Und da kommt jetzt eben kommen diese Aspekte der Nachhaltigkeit und eben speziell jetzt auch in Richtung Ökologie dazu. Das ist jetzt nicht speziell auf unsere Mist der Sparkasse gewachsen, sondern das kommt wirklich durch die Regulatorik, dass wir gemeinsam mit den Unternehmen einen Weg finden müssen und sollen, wie die CO2-Emissionen verringert werden. Da drängt nämlich auch die Zeit. Und deswegen bieten wir ja auch die KfW-Programme an in verschiedenster Form, ob es jetzt um die Finanzierung von Betriebsgebäuden geht oder ob es um Finanzierungen jetzt von neuen Maschinen geht, die energieeffizient sind. Das kann man ja alles entsprechend umrechnen und das machen wir auch. Das sind auch die Kriterien, die wir dann mit unseren Kunden besprechen, und dann suchen wir die entsprechende Finanzierungsform. Das, was ich vorhin gesagt habe, das ist mittelfristig wichtig, dass die Unternehmen sich auf jeden Fall nachhaltig aufstellen, energieeffizient auch aufstellen, denn dann ist es für sie auch billiger, wird es wahrscheinlich billiger sein, auch entsprechende Mittel für ihre Zukunftsinvestitionen zu bekommen. Da würde ich dann direkt mal die anschließende Frage dazugeben, in der ein Teilnehmer fragt, wie gehen Sie damit um, dass die Bank mitunter Investitionen
gegebenenfalls die übergeordnete Landesbank, schreibt der Teilnehmer, nicht nachhaltig sein sind. Das Thema Kohle und Rüstung ist hier gemeint, Gewinn erwirtschaften, wie es hier die Zukunftsentwicklung im Sinne von Resilienz und Gemeinwohl, Banken vor zu ändern? Ja, das sind zum Beispiel Dinge, die eigentlich zu den Ausschlusskriterien gehören, die in Zukunft nicht mehr finanziert werden sollen. Sowohl über Fonds, da sollen die Geldströme nicht mehr reinfließen, aber auch nicht über Direktinvestitionen oder Kreditvergaben. Das ist vollkommen richtig. Das soll ausgeschlossen sein. Danke. Das ist natürlich in der Vergangenheit, also spreche ich jetzt aber nicht für unser Haus, weil wir so etwas ja nie finanziert haben, weil das ja auch Größenordnungen sind, die unsere Möglichkeiten bei weitem überschreiten. Aber Dinge, die laufen, wo Verträge geschlossen werden oder geschlossen worden sind über Jahre, die werden abgewickelt und die werden in Zukunft dann wahrscheinlich nicht mehr fortgesetzt werden. Jedenfalls nicht von unseren Landesbanken oder auch nicht von den Sparkassen. Dass es sicherlich vielleicht noch andere Finanzier gibt, das steht auf einem anderen Blatt. Weiß nicht, Antje, gibt es noch was Dringendes aus dem Chat? Sonst würde ich gerne noch mal ins Podium fragen. Ich lese gerade durch, ich nehme einfach noch mal eins raus. Warum möchte Herr Fetzer nicht in dem System der ethischen Wirtschaft, wie von Christian Felber beschrieben, leben? Vielleicht ist die Frage, möchten Sie da was zu sagen? Ich habe jetzt einfach mal noch eine rausgegriffen. Ja, ja, weil also es ist ein sogenannter Nirvana-Approach. Wenn ich mir eine schöne Welt vorstelle, dann will ich lieber in dieser schönen Welt leben. Das ist keine Frage. Die Frage ist, der Punkt ist nur, was kommt dabei raus, wenn man die Wege geht, die nach meinem Kenntnisstand sozusagen vorgesehen sind. Die Gemeinwohlökonomie macht ja in Berlin massives Lobbying, gibt so entsprechende Studien und versucht sozusagen auf der politischen Ebene eine politische Stützung zusammen. Das ist auch ganz verständlich, weil wenn man was Gutes macht, dann will man, dass es öffentlich anerkannt wird und dass es gestützt wird. Das kann ich vollkommen verstehen. Wovor ich warne, ist zu meinen, dass das Gleiche, wenn es von außen durch Zwang kommt, noch das Gleiche ist. Die Herzen lassen sich nicht regulatorisch umregulieren. Das ist nun mal so. Und wir haben das in vielen Bereichen gehabt. Sie hatten ja vorhin meine Oma angesprochen, sozusagen der Leitfrage der Wirtschaftsethik war immer, hat Uli Wickert recht oder meine Oma? Weil Uli Wickert hat immer gesagt, der Ehrliche ist immer der Dumme und meine Oma hat gesagt, Lügen haben kurze Beine. So, da geht es um das Verhältnis von Ehrlichkeit bzw. Lügen und dem, wie wird es honoriert. Und da gibt es das schöne Ethikparadox, dass zwar das, was gut ist, zwar belohnt werden soll, das wünschen wir uns alle, aber wenn man nur um des Lohnes willen das Gute tut, ist es nicht mehr das Gleiche. Wir haben Compliance-Regeln aufwärts und abwärts. Die Frau Brandhorst-Bürg wird beispielsweise, wenn die Geschichte erzählen soll von der Schneider-Pleite, wo man mal große Kredite gegeben hat zu heutigen Compliance-Regularien, dann wird man sich überlegen, ob das wirklich der gute Weg war und ob das der gute Weg ist. Und wenn ich mir all die Themen vorstelle, die in der Gemeinwohlbilanz vorkommen, übrigens auch in den SDGs vorkommen, ich habe es bewusst mal das CO2 rausgenommen, da kann man noch halbwegs naturwissenschaftlich was messen. Und das wollen wir in rechtssichere Regularien bringen, die dann überprüft werden. Das ist dermaßen, das kann man nicht mal wollen, weil die Reste einer freiheitlichen Gesellschaft dann einfach nicht mehr denkbar sind. Als Ethiker und als Volkswirt muss ich mir überlegen, was passiert, wenn ich etwas verallgemeinere. Und das kann ich eben nicht mehr wollen, außer ich fange an, wir brauchen Bildungsprogramme. Wir müssen den gemeinwohltauglichen Menschen schaffen. Und dann bin ich bei den ersten Verfassungsartikeln der DDR-Verfassung, die ja im Übrigen auch Meinungsfreiheit hatte, aber nur für diejenigen, die sich dem Weg zum sozialistischen Menschen angeschlossen haben. Und ich möchte keine Gesellschaft, in der diejenigen ihre Freiheit verlieren, die den Weg zum gemeinwohlorientierten Menschen oder Unternehmen aus welchen Gründen auch immer nicht in gleicher Weise mitmachen.
Es gibt Dinge, die muss man verbieten, es gibt Dinge, die muss man besteuern, es gibt Dinge, die muss man regeln und es gibt darüber hinaus noch ganz viel, wo Gott sei Dank eine Gesellschaft sich auf einen guten Weg macht, wie das hier der Fall ist. Aber eine nach Gemeinwohlbilanzlogiken durchregulierte Gesellschaft hat nichts mehr mit der Welt unseres Grundgesetzes zu tun, außer sie ist in einem kleinen kommunalen Wesen, wie in einer kleinen kommunalen Kommune im Vorarlberg, da kann man das machen. Oder sie ist in einem abgeschlossenen nationalen Raum. Da kann man das vielleicht auch noch machen mit Wirtschaftsräten und so weiter, die dann jeweils bestimmen, was dann honoriert wird. Und ehrlich gesagt, die Frage, ob das demokratisch durchsetzbar ist, interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Ich möchte in dieser Gesellschaft nicht leben, aus Überzeugung. Danke, Herr Bettmann. Wir haben noch eine Frage an die IHK, habe ich gesehen. Auch spannend, greife ich gerade mal auf. Hier haben wir einen Teilnehmer, der wünscht sich von der IHK mehr Unterstützung und mehr Öffentlichkeitsarbeit zum Thema ehrliche, transparente Nachhaltigkeit. Frau Oswald, was haben Sie dazu zu sagen? Den Appell nehme ich natürlich gerne mit, auch in die Runde unserer Bereichsleiter und aber natürlich auch in unsere Unternehmerschaft. Nächste Woche haben wir wieder unsere Präsidiumssitzung und ich meine, Sie haben es ja schon angesprochen, Frau Pohl, wir haben den Handlungsauftrag, den konkreten im IHK-Gesetz stehen und ja, als IHK München haben wir vor 8 Jahren die CSR-Stelle geschaffen. Mittlerweile haben wir da 2 Mitarbeiter beim Thema. Ich glaube, das sagt auch schon sehr viel. Ich gebe auch zu, das ist sehr outstanding in der ganzen IHK-Landschaft. Und es braucht immer einen Treiber von so einem Thema. Aber auch natürlich Unternehmer innerhalb der IHK, die dieses Thema treiben. Und da habe ich Gott sei Dank mittlerweile auch sehr viel an meiner Seite. Und die Stimme dieser Verantwortlichen, die Stimme dieser Unternehmen, die sich auf dem Nachhaltigkeitsweg eben jetzt schon die First Mover sind, die werden immer lauter. Ne? Und wir haben jetzt auch dieser Wirtschaft eine Plattform gegeben, indem wir vor 2 Jahren, und da hat eben auch das Präsidium eingewilligt, einen Ausschuss auch gegründet hat. Und da will ich auch sagen, das war jetzt auch kein Selbstläufer, da hat man auch viel drüber diskutiert, braucht es einen Ausschuss Unternehmensverantwortung. Und ich bin froh und dankbar, dass Präsidium und Vollversammlung sich hier entschieden hat, ja, das braucht es. Ja? Wir müssen dieses Thema jetzt auch gemeinsam vorantreiben. Aber es ist eben auch so, es gibt die First Mover, es gibt die, die sich auf den Weg gemacht haben und andere, die eben die Nachhaltigkeit noch nicht so für sich entdeckt haben. Und wir müssen eben alle mitnehmen und das ist ganz wichtig. Aber es braucht insbesondere auch die Unternehmerschaft, die in der IHK dieses Thema treibt. Und da meine ich, sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Sehr schön. Also mein Erfahrungswert, wenn ich den auch noch so reingeben darf, ist, dass häufig noch genannt wird, ja, das kostet und was bringt uns das? Also es wird eher so von der Kostenseite gesehen, aber eben weniger von dem, was hat ein Unternehmen auch davon? Und das hat ja auch Rika Friedl schon gesagt, Innovationsfähigkeit. Wir haben auch von Markus Hölzel im Eingang ein paar Fragen gestellt. Und da würde ich jetzt dann direkt nochmal rüberspielen zu Frau Brandhorst-Burg. Also es waren so diese Dinge wie Werteorientierung macht uns stärker im Bereich Beschaffung oder auch im Bereich Liquidität, wie wir von Rika gehört haben. Oder hat es auch was mit meinen Arbeitnehmern zu tun? Bin ich da besser aufgestellt? Bleiben die Kundinnen eher treu, wenn ich werteorientiert bin? Und da würde mich natürlich interessieren, Frau Brandhorst-Burg, Sie schauen ja in viele Unternehmensbilanzen, Sie gehen mit Unternehmen auch in Dialog. Was ist da Ihr Erfahrungswert? Ist dem tatsächlich beizustimmen, dass man das in irgendeiner Form auch abbilden kann als eine Wertschöpfung, als eine Wertsteigerung des Unternehmens? Ja, durchaus, das kann man durchaus sehr abbilden. Und zwar, wenn wir mit unseren Kunden über ihre Geschäftsstrategien sprechen, sie müssen ja sich Gedanken machen, konzeptioneller Art, in Bezug auf das Angebot, in Bezug auf ihre Zielgruppen, das heißt ihre Kunden, auf ihre Wertschöpfung, auf die Produktion und so weiter und so fort. Und da kann man durchaus sehen, wenn die Unternehmer ökonomisch, ökologisch, aber auch sozial nachhaltig arbeiten, auch jetzt zum Beispiel in Hinsicht auf ihre Personalpolitik, dann sind sie
wesentlich stabiler auch in Krisenzeiten und können auf eine feste Stammkundschaft zurückgreifen bzw. sich darauf verlassen, genauso wie auf eine Belegschaft, die mit ihrem Unternehmen durch dick und dünn geht. Also das sind wirklich Pfunde, die man in Zahlen belegen kann und mit denen man wuchern kann und die zukunftsfähig machen. Also das stellen wir in der langjährigen Begleitung der sehr vielen Unternehmen deutlich fest. Vielen Dank. Ja, ich habe hier noch eine spannende Frage und die stelle ich jetzt einfach ins Podium und wer antworten möchte, springt rein. Hier, ohne Regulatorik wird wenig passieren. Wir würden heute noch unangeschnallt im Auto sitzen und im Restaurant immer noch rauchen wie die Schlote. Als Mensch mit Herz und Ausbildung zum Markt- und Werbepsychologen diskutiere und hinterfrage ich laufend, auch meine Freunde, was sie daran hindert, umweltbewusst oder gemeinwohl engagiert zu sein. Eher gesagt, es ist nicht ganz einfach. Ich will gezwungen werden, sonst tue ich es nicht. Traurig, aber wahr. Da hat der Herr Litsch ja ganz recht. Und deswegen sage ich ja, müssen wir uns überlegen, wozu wollen wir Menschen zwingen oder nicht. Und das ist sozusagen eine Frage, die man sich gesellschaftlich eben in der Tat überlegen muss. Und da wird vielleicht, die Beispiele sind ja schön gewählt, ich würde mal vermuten, die Bereitschaft, mit 185 irgendwo rumzurasen, ist unangeschnallt niedriger. Sind wir uns wirklich ganz sicher, dass die Anschnallpflicht der Weisheit letzter Schluss war? Lohnt nicht, wir haben uns alle daran gewöhnt, die Veränderung ist durch, alles gut und man kann eine große Gesellschaft wahrscheinlich nur mit Zwang umsteuern. Aber wenn wir genau das sozusagen uns überlegen, bei allem von dem, was ich mir wünsche, wie Menschen sich verhalten sollen, das nehme ich dann und mache dann eine Regulatorik draus, dann habe ich am Ende eine Gesellschaft, in der alle die gleiche Frau heiraten und das wollen wir definitiv nicht oder umgekehrt. Also ich glaube, das kann man so nicht vergleichen. Es gibt wesentlich weniger Verkehrstote. Das zeigt jede Statistik. Das hat sich wirklich gelohnt, das so zu regulieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel wirklich die Klimasituation anschaut, man braucht bloß das Fernsehen anzumachen, da muss man sich weiter gar nicht dafür interessieren und nachlesen oder sonst was. Die Zeit drängt. Und wenn die Zeit drängt, und zwar global drängt, dann muss man etwas unternehmen und da kann man wahrscheinlich nicht auf die völlige Freiwilligkeit aller setzen, weil dann ist die Zeit wahrscheinlich um, bis sich alle dazu bekannt haben und dann wird es vielleicht auch zu spät sein, den Klimawandel zu stoppen. Also so habe ich das aus den wissenschaftlichen Verlautbarungen unterschiedlicher Seiten vernommen. Dann wird mir Herr Stamm wahrscheinlich gleich sagen, was da dann falsch ist, was ich vorhin sozusagen gemeint habe. Nein, da können wir tatsächlich nicht auf Freiwilligkeit warten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt kann man natürlich CO2 verbieten oder man kann definieren, wie welches Unternehmen arbeiten soll. Oder es muss an dieser Stelle endlich massiv über die Preise laufen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass zwischen Freiwilligkeit und gesetzlicher Vorgabe noch was dazwischen ist, nämlich die Marktregeln, aber die brauchen eben Preise. Also nur damit ich nicht missverstanden werde, ich sei sozusagen auf der Ecke von alles freiwillig und nichts tun. Nur das wäre ganz falsch. Herr Stamm, wie sehen Sie das? Genau, würde mich auch interessieren, Norbert. Naja, also fangen wir mal an. Sie haben über Ihre Mutter gesprochen. Ich spreche jetzt mal über Kinder. Ich spreche jetzt mal über Kinder. Da ist eine große Solidarität und Einfühlungsvermögen da und in der Grundschulklasse und so. Und das geht dann langsam verloren in der Zeit der Selbstfindung und der Ich-Definition und nachher der Ausbildung. Und dann sind die Kinder nachher so wie wir alle. Ja, und dann ist diese Solidarität und dieses Empathievermögen ist verloren gegangen. Ich glaube nämlich, also wir haben einen Handlungsdruck, nicht erst jetzt bei der Klimakrise. Dieser ganze Agenda-Prozess ist ja losgegangen eigentlich, also hier in Augsburg, aus dem Eine-Welt-Aspekt raus. Also wir leben auf Kosten von anderen. Also dass wir hier so schön diskutieren können, Sie eine öffentliche Professur haben, ich hier bei der Stadtverwaltung bin. Ja, in Kongo ist das nicht so. Da gibt es keine Stadtverwaltung, die so groß ist. Ja, und auch keine Sicherheit und auch nicht so ein gutes Ausbildungssystem. Und das ist einfach unerträglich.
So, jetzt die Frage, wie können wir das ändern? Ja, also die Radikalität, ne? Also wir müssen schneller werden, wir müssen härter werden. Und es ist so ein Spiel bei uns, ja. Das wird ja nie sein, also nur Sozialismus, nur Planwirtschaft und auf der anderen Seite nur frei, sondern das schaukelt sich immer so auf. Wir haben das hier in Augsburg direkt neben dem Rathausplatz, ja. Wir haben neben dem Stadtrat haben wir eine Klimabewegung. Die Klimabewegung hat ein enges, klares, drastisches, radikales Ziel und der Stadtrat daneben hat die ganze breite Palette zu bewältigen. So, jetzt lässt er sich aber antreiben auch von der Klimabewegung, weil die Klimabewegung eben nicht nur die zwei Leute sind, die jetzt heute Nacht hier erlaubt sind zu zelten und nicht nur die 50, die das Klimacamp jetzt gerade betreiben, sondern da waren mal 6.000 unterwegs im September. Und so. Und das heißt, es ist eine Menge, ja. Also das gibt einen gewissen Prozentsatz und dann bewegt sich was. Und dann gibt es auch einen Stadtratsbeschluss, wie jetzt am Montag, das sagt Augsburg hat radikal jetzt nur noch 9,7 Millionen Tonnen CO2. Egal, in welcher Jahreszeitspanne die Stadt das ausgeben möchte, aber das ist halt die Messlatte. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie das denn gehen soll. Ja? Wir wissen das alle noch nicht, wie das gehen soll. Das ist ein Ziel, aber wir müssen es jetzt versuchen. Wir werden es jetzt versuchen und wir werden es deswegen versuchen, weil es einige Leute gibt, die vorangehen und sagen, okay, wir machen das jetzt, weil die natürlich auch verwurzelt sind. Also die 6.000, die da demonstriert haben, haben eben auch noch eine Oma oder Kinder und so, ja, die waren zum Teil dabei, aber nicht alle. Das heißt, da ist ein gewisse eine Bewegung drin. So, ich habe eher mit der Zeitspanne zu kämpfen. Also wir, Sie wissen, wir machen das seit 25 Jahren hier, den Aufbau dieses Nachhaltigkeitsprozesses. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Und wir sind noch nicht weit genug, noch lange nicht weit genug. Ja? Auf der anderen Seite mag ich diesen Weg eben der Kreativität, der Vielfalt und der Selbstbewegung mag ich nicht missen. Ja? Also ich habe keinen Plan. Ich kann nicht sagen, so, bitteschön, so genau muss es sein. Also wenn man sich die Komplexität der SDGs anguckt oder eben auch unserer Zukunftsleitlinien, das kann man nicht alles klar gegeneinander abregeln, sondern man muss immer wieder gucken. Und wir sollten bei so einem Dialog, und das fände ich halt sehr, sehr gut, über den Tellerrand schauen. Also wir hier sind lokal unterwegs und das ist schon ein hoher Anspruch, dann ganzheitlich, also Nachhaltigkeit ist eigentlich nichts anderes als Ganzheitlichkeit, also einen ganzheitlichen Blick zu haben. Aber dann noch über den Tellerrand rauszugucken und zu sagen, okay, was macht das mit unserem Nachbarkontinent Afrika? Wie sind da die Beziehungen? Wie haben wir? Wie stehen wir da? Was richten wir da an? Ja, also Frage Lieferkette. Ja, also das ist ja, gutes Stichwort. Ganz klare Sache. Ja, also da stärker drauf zu achten. Und also das, ich denke mir mal, die IHK, die ja, also die ist eigentlich prädestiniert dafür, sich mit ihren Auslandsdependancen da auch stark dafür zu machen. Den Spielball würde ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz aufgreifen. Total, wir, dass wir das erlauben, Frau Pohl. Ja. Möchte aber, bevor ich aufs Thema Lieferkette auch nochmal eingehe, nochmal auch die Gelegenheit nutzen, auf die doch etwas provokant aufgeworfene Fragestellung von Herrn Lietsch da auch einzugehen. Brauchen wir jetzt überhaupt nur noch Verbote und kann es nur so funktionieren? Und ich glaube, man braucht einfach einen Smart Mix von Geboten, Regulierung und aber auch freiwilligen Tun, weil es kann jetzt ja auch nicht sein, wenn wir es auf die Klimawandel jetzt übertragen, dass das, was jetzt uns bei der Pandemie verboten wird und wohlweislich verboten wird, beim Klimawandel würden wir dann das übertragen und sagen, jetzt dürfen an bestimmten Tagen nur noch Frauen Auto fahren, an anderen Tagen nur noch Männer, um dann den CO2-Ausstoß in den Griff zu kriegen. Das wäre auch ein Verbot, das kann es ja nicht sein. Also brauchen wir einen Smart Mix. Was brauchen wir? Wir brauchen definitiv BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, weil ich meine, wer in der Lage ist, die langfristigen Auswirkungen seines Handelns eben auf Umwelt, Gesellschaft erkennen zu können, wird auch zumindest so ein Stück weit gedanklich umstellen und etwaig auch anders konsumieren. Das allein wird nicht ausreichen. Wir müssen eben auch aus unseren Routinen raus. Der Mensch ist nun mal oftmals sehr bequem. Wie kann sowas funktionieren? Da sehe ich auch wieder Wirtschaft in der Rolle, nämlich indem man natürlich Innovationen in eine bestimmte Richtung treibt, in die nachhaltige Richtung treibt.
was weiß ich, ein Unternehmen erfindet oder erfindet dann eben wiederverwendbare Kaffeekapseln, um mal ein sehr bekanntes Beispiel zu verwenden. Wieso nutzen wir Kaffeekapseln? Weil es einfach bequem ist. Ne? Wir produzieren da sehr viel Abfall, jeder weiß es und nutzt es trotzdem. Innovativer Ansatz eines Unternehmens, warum nehmen wir nicht wiederverwendbare? Ganz wichtiges Thema. Also es ist ein Zusammenspiel von vielem. Smart Mix, genau. Das wollte ich damit eigentlich noch erklären. Super spannend. Vielen Dank, Frau Oswald. Wir haben da nämlich noch eine Frage, die finde ich passt sehr gut dazu. Wir haben halt nun mal leider auch einen sehr großen Einfluss von großen Unternehmen, die entsprechende Marketing- und Werbemacht auch haben und uns sozusagen bestimmte Dinge auch suggerieren, dass wir die bräuchten, wo der gesunde Menschenverstand wohl sagen würde, das passt ja eigentlich gar nicht. Und deswegen hier die Frage, die würde ich jetzt gerade noch mal kurz einblenden. Sind Sie der Meinung, dass unsere Legislative alle Berührungsgruppen ausreichend einbindet? Denn nach meinem Eindruck haben die Großunternehmen mit Abstand den größten Einfluss. Die Frage ging an Sie, Herr Fetzer, aber ich stelle sie jetzt gern auch offen im Podium. Der Herr Stamm ist näher dran an der Politik. Aber nicht an den großen Unternehmen. Ja. Aber also es ist, also die Frau Brandhorst-Burg, wenn Sie wollen. Ja, ich wollte nur sagen, es ist natürlich schon so, wenn Sie die gesamten Geldströme betrachten, dann haben riesige Unternehmen, aber auch riesige Investmentfonds oder Anleger wie Versicherungen und so weiter den meisten Einfluss, weil die natürlich bestimmen, wo das Geld hingeht und wo letztendlich auch ein Teil der Wirtschaft sich entwickelt. Und da muss man ganz klar sagen, und das macht eben auch der Aktionsplan der EU, der sagt, die Großanleger, die sollen auch nachhaltig anlegen. Und da ist es sehr wichtig, dass eben die sich an gewisse Regularien auch halten, weil das hat eine ganz, ganz große Breitenwirkung. Das muss man einfach akzeptieren, dass das so ist. Und wenn man global oder auch europaweit etwas erreichen muss oder will, dann muss man auch diese Player in die Gedanken mit einbeziehen. Das ist so. Ja, spannender. Müssen die anderen das ja auch mit ausbaden, wenn da keine Entwicklung stattfindet. Ja. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema EU-Taxonomie und gemeinsames Verständigung darüber, was ist überhaupt Nachhaltigkeit. Du wolltest dazu noch mal was sagen. Ja, ich habe nur eine Frage. Also die Frage, die sich mir stellt, ist schon, also ich glaube, dass unser auf Export orientiertes Wirtschafts- und Wohlstandsmodell nicht weltweit verallgemeinerbar ist und damit eigentlich nicht aufrechterhalten werden kann. So. Was heißt das jetzt dann für Unternehmen? Ja, was heißt das? Also wenn wir in den Einkünften, auch in den persönlichen Wohlstand, wenn man den gerecht verteilen wollte, würde das heißen, nicht alle so wie wir, sondern wir müssten mit unserem Niveau runtergehen. Und das ist eine andere Verteilung von Arbeit. Ja, also wir haben jetzt so eine Diskussion, müssen wir dann führen, vielleicht auch nur übergangsweise Richtung Grundeinkommen. Wir müssten insgesamt die Arbeitsmenge hier reduzieren. Die Lösung für Bangladesch ist nicht, so zu werden wie wir, sondern Bangladesch muss regionaler wirtschaften. Das heißt aber, da muss dann auch Geld sein, da muss auch Wertschöpfung möglich sein in Bangladesch. Ja? Und wir können nicht unsere Wirtschaft hier, ich sag mal, auf Kosten der Menschen in Bangladesch weiter fortführen. Meiner Meinung nach. Danke, ich würde gerne, weil wir einfach aufgrund der Zeit, Professor Fetzer, Entschuldigung, aber wir haben so ein bisschen, wir sind 5 vor Schluss sozusagen und wir haben ja hier noch eine Unternehmerin mit im Podium und ich würde, Rika, dich ganz gerne zum Abschluss nochmal hören. Du kämpfst natürlich an der Front, du bist Unternehmerin, du bist ein kleines Unternehmen, du wirst wahrscheinlich keine große Lobbyheere finanzieren können. Was wünschst du dir als Unternehmerin? Von Banken, von Kammern, von Gesetzgebern. Was würde dein Leben als Unternehmen erleichtern? Ja, ich glaube, einfach den realen Blick zu haben, ohne die finanziellen Lobbys immer aufploppen zu lassen. Ich glaube, ganz viele, spreche ich auch wieder von Kollegen,
sagen, okay, gerade mit Banken, was ist dann an ethisch und was ist da und was kann man da einfach tun? Ich glaube, es kommt wirklich aufs Konzept drauf an, auf den kleinen Unternehmen, der gesehen und gehört werden will und nicht erst zu schauen, okay, wie sieht es denn aus? Hat er überhaupt eine Chance? Geben wir lieber den Großen das Geld. Also wirklich zu schauen, was kann der kleine Unternehmer vor Ort tun? Wie kann ich den unterstützen? Wie läuft es bei dem? Das wäre so meine Bitte. Ja, vielen Dank, Rika. Wir müssen einfach ein bisschen auf die Zeit schauen. Es ist 7:05 und ich danke jetzt Ihnen allen, die Sie heute Abend hier waren auf dem Podium und auch für die interessante Diskussion. Ich glaube, wir hätten jetzt noch ein Stückchen weiter diskutieren können. Ich nehme mit, dass eben viel von innerem Antrieb auch wichtig ist, dass wir dennoch gleichzeitig auch gute gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, dass wir über unseren Tellerrand blicken müssen und auch unsere globale Verantwortung wahrnehmen, gleichzeitig aber regional handeln und uns hier auch verbinden. Und letztlich, ich nehme mit, natürlich stärkt Werteorientierung die Resilienz. Rika, du sagst es, Innovationsfähigkeit, auch die Mitarbeitenden mit an Bord, Zugang zu Kapital, Frau Brandhorst-Burg, Sie haben es auch wunderbar erklärt. Und letztlich auch die Netzwerke, die wir haben, auch nicht nur im Lieferantenbereich, sondern eigentlich letztlich auch im Wettbewerbs- oder Mitbewerbsbereich, das stärkte ein Unternehmen auch. Und damit würde ich jetzt gerne auch schließen. Wir haben noch ein paar Minütchen und die würde ich auch gerne nutzen. Zum einen, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen bei der Würdigung der Unternehmen. Wir machen einen Screenshot mit uns allen auf dem Podium, damit wir sozusagen das auch ein bisschen festhalten können. Sie dürfen es, Frau Brandhorst-Burg, Sie sind leider so weit weg. Haben Sie denn die Möglichkeit, ein bisschen näher an... Ja. Das wird wahrscheinlich gehen. Das liegt halt hier an dem Konferenzraum, dass das so anders installiert ist. Aber wenn ich mich hinstelle, geht es vielleicht. Ah, das wäre super, weil sonst sehen wir eigentlich nur einen Tisch. Prima. Ja, also ein bisschen weiter runter. So ist gut, ja. Prima. Alles klar, jetzt dürfen wir alle einmal freundlich lächeln. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Und Sie bekommen von mir nicht nur ein kleines Dankeschön, sondern Sie dürfen auch eine kleine Überraschung erwarten. Die kommt per Post. Eine Lektüre, so viel darf ich verraten. Und nochmal ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend Ihnen alle. Alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Alles Gute. Gerne. Danke. Ciao. Danke. Tschüss.